finde ich jemanden, der mir die komplizierte Geschichte der Beziehungen zwischen Polen und der Ukraine erklären kann. Er lebt in der Nähe der Grenze. Meine Großmutter väterlicherseits war Ukrainerin. Marek ist ehemaliger Soldat, Autor und Experte für die polnische Außenpolitik. Die ukrainische aufständische Armee übernahm ihre gesamte Ideologie von ukrainischen nationalistischen Organisationen, deren wichtigster Ideologe Stepan Bandera war. 1941 wollte dieser einen unabhängigen ukrainischen Staat gründen. Doch dies wurde von den Deutschen verhindert. Er wurde in einer deutschen Festung inhaftiert. Allerdings hatte er ständig Kontakt zu seinen Leuten, hier auf dem polnischen Hoheitsgebiet, das sich damals unter deutscher Besatzung befand. So blieb er weiterhin der ideologische Anführer dieser Organisation. Später, in den 1990er Jahren, kam das Erbe von Bandera und des Faschismus in der Ukraine wieder zum Vorschein. Die Anhänger wurden von fast allen politischen Organisationen in der Ukraine toleriert, auch vom polnischen Staat. Das ist für Polen sehr gefährlich, weil wir genau wissen, was Faschismus bedeutet. Welche Qualen, welche Ungerechtigkeit, welche Gräueltaten. Durch den Faschismus verloren mehr als 6 Millionen Polen ihr Leben. Manche sagen, dass die Faschisten 65 oder 70% der polnischen Besitztümer zerstört haben. Das alles ist also wirklich eine große Gefahr für Polen und die polnische Bevölkerung. Deswegen sollte sich der polnische Staat möglichst weit von diesem Faschismus und der faschistischen Ideologie entfernen und die Verbreitung in Polen unterbinden. Der Faschismus sollte auch in der Ukraine verboten werden, vor allem wenn wir in Freundschaft mit dem ukrainischen Staat und seiner Bevölkerung leben wollen. 2015 hatte Jarosław Kaczyński, der Vorsitzende der polnischen PiS-Partei und der stellvertretende Ministerpräsident, neuerdings auch der stellvertretende Minister für Sicherheitsfragen, zum ehemaligen ukrainischen Präsidenten Folgendes gesagt: Mit Bandera und seiner Ideologie werdet ihr niemals Mitglied in der EU. Ihr müsst diese Episode eurer Geschichte endlich abschließen und aufhören, Bandera und seine Ideologie zu verbreiten. Mit dem Bandera-Kult werdet ihr nicht in die EU kommen. Das hat Jarosław Kaczyński im Jahr 2015 gesagt. Dieser Bandera-Faschismus ist teilweise für das Unglück verantwortlich, das die Ukraine jetzt getroffen hat. Natürlich trägt Putin auch einen Teil der Schuld und vieles, was er tut, kann man ablehnen. Aber es stimmt leider, was er sagt. In der Ukraine haben sich Faschismus und Banderismus leider weit verbreitet. Marek zeigt mir ein Foto aus seinem Dorf Grabowiec. In den 1940er Jahren in Grabowiec. Ukrainische Polizisten in deutschen Uniformen in der Gemeinde Grabowiec, um dort für Frieden zu sorgen. Das beweist, dass die ukrainische Polizei mit den Deutschen zusammengearbeitet hat und Sicherheitsdienste leistete. Diese ukrainischen Polizisten sowie die Deutschen verloren im November 1943 die Schlacht gegen die polnische Heimatarmee. Seitdem beherrschte die Heimatarmee das Gebiet bis zur Ankunft der Sowjets im Juli 1944.